Die jüngste Meistergeneration 2017 feierte vor wenigen Tagen im Rahmen der großen Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz die Entgegennahme der Meisterbriefe. Mit Jörn Völking war auch ein Jungmeister mit Handicap unter den Ausgezeichneten. Der frisch gebackene Tischlermeister ist gehörlos. Er und zwei weitere Handwerksmeister stehen im Mittelpunkt dieser Ausgabe HWK-TV. Nach der Realschule bin ich dann zur Bundeswehr gegangen, war 8 Jahre dann da als Soldat verpflichtet und habe innerhalb dieser 8 Jahre halt auch Auslandseinsätze mitgemacht. Zweimal in Afghanistan, dort war ich dann als Infanterist eingesetzt. Und da habe ich mir die Frage gestellt eigentlich, was machst du eigentlich danach? Und ist das die Erfüllung für dein Leben, was du jetzt machst? Und dann kam eigentlich dieser Gedanke, du willst was produzieren und was herstellen, was händisch machen und ja, einfach wirklich einen Fortschritt da sehen und ein Ergebnis, was man abends so betrachten kann und sagen kann, das ist mein Werk für den Tag. Und so bin ich dann eigentlich in diese handwerkliche Schiene gekommen. Und innerhalb von der Ausbildung und auch dann von der Meisterschule war das dann so, dass ich dadurch, dass ich auch Privatpilot bin, irgendwann halt entdeckt habe, dass in der Nische einfach ein Mangel ist an qualitativ hochwertigem Personal und habe dann meine Firma gegründet. Und ja, also das, wenn es so weitergeht, dann habe ich in den nächsten Jahren Probleme, Angestellte zu finden, beziehungsweise gute Männer und Frauen, die ich mir ausbilden kann. Gerade diese Luftsportgeräte, das ist ein Markt, der von Jahr zu Jahr wächst, weil auch die übrigen Materialien einfach in diesen Hightech-Bereich kommen mit Leichtbau. Wir arbeiten mittlerweile mit Kohlefaser, Aramidfasern, Sandwich-Bauweisen mit Schaumstoffen, die da eingeschäumt und mit Kunstharz überzogen werden und. Und ja, da ist halt diese, sag ich mal, Freiheiten sind da sehr groß. Und ja, da ist man eigentlich mit der Ausbildung, die ich jetzt habe, wenn man sich natürlich auch noch dafür interessiert und da sich privat auch reinfuchst, ist man da ganz weit vorne mit dabei. Ein Verbrennungsmotor funktioniert ja immer nach demselben Prinzip. Und gerade eigentlich wegen der Meisterausbildung, also ich merke das immer wieder, also ich war gerade erst auf einem Lehrgang beim Landesluftsportverband und wo man dann mit Ingenieuren und Technikern zusammensitzt, wo es dann halt speziell um Flugmotoren ging. Und da ist dann eigentlich dieses Fachwissen, was man in der Meisterschule hat, ja, was für Einspritzarten gibt es, wie funktioniert die Motorsteuerung, wie funktioniert eine Zündanlage, dieses Gesamtbild. Da hat man Vorteile sogar gegen, sag ich mal, Akademiker, die sich zu sehr dann auf eine Fachrichtung spezialisiert haben. Die können dann erklären, woraus das Material besteht und was für eine atomare Zusammensetzung das hat. Und als Meister hat man einfach so den gesamten Überblick. Und man bekommt halt auch beigebracht, sag ich mal, in der Meisterschule, überhaupt im Handwerk, dieses Vorgehen. Ja? Ich habe ein Problem, wo fange ich an zu suchen und wie gehe ich dann vor? Was sind Folgefehler, die dadurch auftreten? Aber wo ist der Kern? Ja? Und das ist das, wo ich eigentlich auch mit meiner Firma momentan ganz positiven Erfolg habe, weil die Leute eben so Menschen suchen. Ja. Das ist immer das ist auch Druck, ja, und das ist auch Stress, aber nicht unbedingt im Negativen, sondern man muss sich halt immer, ja, diese Verantwortung muss man sich bewusst sein und es geht da nichts über Checklisten und im Prinzip, man darf sich selber nicht trauen. Also gestern habe ich Vergaser eingebaut, die habe ich überholt und dann kontrolliere ich alles 3-mal wirklich und gehe am Ende nochmal durch mit dem Kunden und sage teilweise wirklich so, hier, die Spritleitungen sind fest, das ist fest, das ist fest, damit er auch das sieht. Und also der Kunde gestern, das ist ein Kapitän von der Lufthansa, also der fliegt normalerweise hier Boeing 777 und sowas und der schätzt das. Ja. Der sagt, diese Qualitätssicherung, das ist auch das, wo er persönlich ganz großen Wert drauf legt. Und dann gibt es am Ende immer eine Checkliste, also quasi ein Protokoll, wann wurde die Arbeit begonnen, wann wurde die Arbeit abgeschlossen, was wurde da bewegt, welche Schrauben.
damit man einfach wirklich 100%ig ausschließen kann, dass da irgendwo eigentlich ein Fehler vorliegt. Weil die Fehlerquelle Nummer eins ist der Mensch und das geht mir ja genauso, ich bin auch ein Mensch. Und das ist halt das, wo ich am ehesten anpacken kann. Und da hilft halt die gute Ausbildung und diese Qualifizierung vom Meister. Die Bäckerei wurde 1933 gegründet von meinem Uropa Josef Fetzer und weitergeführt von meinem Opa Horst Fetzer und anschließend von meinem Vater Bernd Fetzer übernommen und seitdem sehr erfolgreich geführt. Und seit 8 Jahren bin ich dabei und baue so die Konditoreisparte wie Neuerungen in allem eigentlich baue ich so aus. Der Anfang war, das war noch in der Schulzeit.
Mit 12, 13 habe ich angefangen, Osterhasen zu gießen. Oben im Mehlzimmer bei uns habe ich einen Tisch bekommen. Mein Vater hat mir ein Temperiergerät gekauft und da durfte ich dann halt anfangen, selbst zu probieren, Osterhasen zu gießen, zum Winter hin Schneemänner und Nikoläuse. Und das war so eigentlich der Ursprung und der Anfang der Konditoreisparte, wo ich da schon mit 12, 13 angefangen habe zu probieren, einen Nikolaus oder einen Osterhase zu gießen. Ich habe hier im Umkreis komplett alles durchgesucht. Ich habe Kaiserslautern geguckt, Mannheim, was halt in der Nähe wäre, was halt nicht so weit zu fahren ist. Aber da kam kein Kurs zustande, zu wenig Teilnehmer und sonstiges. Und da habe ich von Handwerkskammer Koblenz gehört und halt auch von dem Ausbilder, der so sehr engagiert war. Und da dachte ich, okay, es sind zwar 2 Stunden Fahrt, aber ich werde gut ausgebildet, weil darauf lege ich Wert, dass ich noch was lerne in der Meisterschule, sondern nicht stehen bleibe. Und deswegen der Weg nach Koblenz. Geplant war der Bäckermeister und auch so abgeklärt mit meinem Vater und mit meinen Eltern. Und anschließend kam noch der Konditormeister dazu, wo mein Vater so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt, warum muss das sein? So viel Zeit, so viele Stunden, so viel Fahrzeit. Du bist im Betrieb weg, du fehlst hier. Zukommen lassen habe ich glaube ich noch nie gemacht. Ich habe schon Pläne, schon seitdem ich die Konditorlehre angefangen habe, dass ich, mein Traum ist halt ein kleines Café. Der Rest kann eigentlich so bleiben, so tolle Backwarenvielfalt, aber so ein kleines Café mit schöner Terrasse, auch Eis zu machen noch zusätzlich, was wir jetzt noch nicht machen. Das ist so mein Traum, kleine Gerichte, Frühstück, kleines Mittagsgerichte und das ist so mein Traum. Da will ich hin. Genau genommen ist die Bäckerei besteht seit 85 Jahren und da ist man auch echt stolz drauf und egal wo man hingeht, kann man eigentlich immer sagen, ich bin aus dem Hause Fetzer. Da ist man echt stolz drauf. Mehr Infos zu den Meistermachern der Handwerkskammer Koblenz gibt es im Internet.